Was hast du bekommen? Ein Pflaster. Ein Pflaster, ein Indianerkostüm, oder? Ja. Und wo gehst du jetzt hin? Ich würde die besuchen. Ja, gehen wir Winnetou besuchen? Ja. Okay. Komm. Polly, gehst du jetzt zu Winnetou? Ja. Ja. Freust du dich? Wie heißt denn der Winnetou richtig? Das Alexander, ja. So, muss ich gerade stoppen. Konnte Polly gar nicht erzählen, dass Winnetou Alexander heißt. Denn jetzt war da so ein ganz toller Hausbesitzer. Emil ist auf die Mauer geklettert. Hier so Hausmauer. Sind wir als Kind alle mal raufgeklettert. Und ja, hat er ihn gleich angemotzt, dass das nicht geht. Weiß ich nicht, finde ich. Also war eine einfache Steinmauer. Da hätte er nichts kaputt gemacht oder so. Aber gut, vielleicht bin ich da... Ja, ich passe auf die Straße auf. Vielleicht bin ich da auch zu locker. Aber ich denke mir, solange er nicht das Grundstück an sich, also die Wiesen oder so betritt, auf Mauern sind wir alle schon gelaufen. Ja, habe ich doch gesagt. Deswegen stellen wir uns jetzt hier erstmal an. Also voller als gedacht, war Emil? Ja. Total cool. Die Kinder haben gerade freien Eintritt für Ecoid gewonnen, wo Emils Abschlussfahrt war. Moment eben. Und hier machen sie ganz große Seifenblasen. Ja, hier waren wir letztens, ne? Da ist denn der Winnetou lang geritten, stimmt's? Ja, die Schlange. Ja. Gehen wir hier bald nochmal her? Ja. Ja, und gucken Winnetou nochmal zu, wie er reitet? Da haben wir gesessen, ne? Da haben wir gesessen. Hm. Mach die? Puff. Puff. Und wer ist da noch auf dem Bild? Ja, und wer ist da ganz oben? Polly, wer ist da ganz oben? Wer ist hier? Winnetou, genau. So, die Kinder waren natürlich auch zur Autogrammstunde. Eine Stunde stehe ich jetzt an. Und man weiß gar nicht, bei wem man ansteht, weil die hier mehrere Stände haben. Also, es bleibt spannend. Schauen wir mal, wen wir abgreifen können. Ob Polly zu ihrem Winnetou kommt oder nicht. Und der rückt mir wirklich, der ist richtig dicht an meinem Rucksack. Das finde ich so nervend, sowas. Polly? Winnetou ist Adler, ja? Ja, der will auch Theater spielen, der Adler, genau. Indianer müssen Klettern üben. Ah, oh, ist die schwer. Oh, abgestürzt. So, da, guck mal, da kommt Winnetou, Polly. Schau. Hast du gesehen? Kannst du ihn sehen, Polly? Alles wegen Corona, alles ein bisschen eingeschränkt, also man darf nicht richtig ran. Aber wir gucken mal, dass Polly ein Bild kriegt. Bei wem warst du eben? Wer war da? Für Polly, ne? Hat er das für Polly extra gemacht? Und hast du dich geschämt? So, und wer früher mit der Oma sonntags vom Fernseher saß, wird ihn auch kennen. Sascha Hehn vom Traumschiff. Und alle, die so mein Jahrgang 85 und vielleicht auch früher sind, die kennen bestimmt auch noch Frauenknast. Auf die Weise, dann machen wir die Tasche. Oh, Polly. Polly. Der Emil hat sich ein Pferd geliehen. Los, Old Shatterhand. Reite. Es wird immer wuseliger. Hier ist auch die letzte Aktion, die wir dann jetzt machen. Und dann gehen wir. Es ist wirklich so, so mega voll. Hätte ich nie gedacht. Aber gut, wir hatten wirklich Spaß. Beim Kaffee-Eis, ja. Oh, wer liegt denn hier? Hallo Winnetou. Möchtest du mal kosten? Lecker. Aber jetzt muss ich reiten. So, wieder zu Hause. Polly, wie war es bei Winnetou? Da habe ich was geschrieben. Der hat für dich was geschrieben? Und jetzt hat er Boink. Auf dem Stuhl hat er Boink gemacht, ja. Und jetzt kriegen. Okay, und wie fandest du es bei Winnetou? Gut. Ja, war der toll, der Winnetou? Polly? Emil hat aufgegessen. Emil hat schon aufgegessen. Ja. War es toll bei Winnetou? Ja. Hast du den Winnetou gern? Ich war auch ein. Nee, Emil, hör auf mit so einem Mist.
Ich will auch eine. Nein, das macht man nicht, Polly. Was ist das? Kann mir jemand erklären, wie man Kinder dazu kriegt, dass sie wirklich hören, wenn man was sagt? Das ist so furchtbar momentan. Ja, und ich habe gesagt, macht man nicht. Ich kann auch da mit meiner Wand reden und sagen, hallo. Ja, Emi ist nicht. Überhaupt nicht. Nee, auch nicht ein bisschen. So, Polly isst jetzt noch ihr Eis auf und dann haben wir tatsächlich schon den nächsten Snackteller im Wohnzimmer stehen. Denn wir wollen jetzt Winnetou im Fernsehen gucken, ne? Oh, oh, du tropfst ganz doll. Pass auf. Wann gehen wir zu Winnetou? Ja. Guten Morgen, es ist ein Tag danach. Ich habe gestern nicht mehr gefilmt. Gestern irgendwie war ich dann fertig durch die Nacht. Mir ging es dann irgendwie nicht so gut, war zu wenig Schlaf oder so. Was gibt's denn heute zu essen? Frühstück? Nein. Nee, was denn? Ich hätte gerne zu essen. Was hättest du gerne zu essen? Polly? Spinat zum Frühstück. Eine Zitrone zum Frühstück. Sind gute Vitamine. Jetzt muss ich überlegen. Auf jeden Fall. Wollte ich noch einen Abschluss drehen. Ich habe gestern auch die Haare gewaschen. Schaut euch das an. Was für eine Mähne. Oh, hast du Aua gemacht? Und wollt ihr wissen, mit was Polly geschlafen hat? Nein. Ist das meine Karte? Nein, meine Karte. Ist mein Winnetou. Ist mein Winnetou. Mein Winnetou. Oh, du bist ja lieb, da habe ich sie wieder. Aber das ist Pollys Karte. Polly hat sich gerade ihre Verletzung aufgekratzt. Da musste ich jetzt mal kurz. Polly, was willst du anziehen heute, hast du gesagt? Habe ich schon. Das Kostüm will sie wieder anziehen, hat sie gesagt. Und sie will zu Winnetou schon wieder gehen, habe ich gesagt. Winnetou ist heute zu Hause, ne? Wo ist der? Na, zu Hause. Meinst du, der wohnt in der Höhle? Ja. Ja. Ich will einen Kakao. Wir machen jetzt einen Kakao. Auf jeden Fall wollte ich noch auf Wiedersehen sagen. Auf Wiedersehen. Wie macht ein Indianer auf Wiedersehen? Auf Wiedersehen. Wow, 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 wow. Und was rufen die? Ja, genau. Also ihr Lieben, bis die Tage. Tschüss.